Herzlich willkommen zum Crashkurs Podcast in der Hochschullehre. Mein Name ist Annika Klafki, ich bin Juniorprofessorin an der Friedrich-Schiller-Universität für Rechtswissenschaften. Ich freue mich, Ihnen heute ein paar Basics zum Podcasting näher bringen zu dürfen. Ein Podcast ist eine Serie von meist abonnierbaren Mediendateien über das Internet. Das Wort setzt sich zusammen aus der englischen Rundfunkbezeichnung Broadcast und der Bezeichnung für den zur Entstehungszeit marktbeherrschenden tragbaren MP3-Player iPod, mit dessen Erfolg Podcasts direkt verbunden wurden. Podcasts können sowohl als Hörbeiträge als auch als Videos konzipiert sein. Ich möchte hier vor allem die Podcast-Produktion von Audiodateien vorstellen. Vieles von dem, was für den Audio-Podcast im Hinblick auf die Konzeption und den Workflow gilt, lässt sich auch auf die Produktion von Videopodcasts übertragen. Die Produktion von Videos benötigt aber zusätzlich zu den Hörbeiträgen die Ausarbeitung und Umsetzung eines Visualisierungskonzeptes. Die Produktion eines Podcasts erfordert mehrere Schritte, die wir uns gleich noch näher ansehen werden. Am Anfang steht der wichtigste Arbeitsschritt, die Konzeption des Podcasts und der einzelnen Podcast-Folgen. Sofern man andere Gesprächspartner in den Podcast einbinden will, folgt darauf die Besprechung mit diesen Personen. Dann geht es schon an die Aufnahme. Gerade bei reinen Audio-Podcasts ist die Qualität der Aufnahme von großer Bedeutung. In der Postproduktion kann man Störendes, wie etwa Atemgeräusche und ähnliches, rausschneiden oder in der Lautstärke reduzieren. Schließlich folgt die Veröffentlichung. Bei der Konzeption Ihres Podcasts hilft es, wenn Sie sich an einigen Grundfragen orientieren. Am Anfang steht die wichtigste Frage: Welche Inhalte sollen in dem Podcast vermittelt werden? In der Hochschullehre könnte es um Unterrichtsinhalte gehen, denkbar ist aber auch, aktuelle Forschungsbeiträge oder Ähnliches zu präsentieren. Danach sollte man sich Gedanken dazu machen, wer die Zielgruppe sein soll. Richtet sich der Podcast an andere Forschende, an Studierende, an Anfangssemester oder Fortgeschrittene? Oder wollen Sie die Öffentlichkeit und potenzielle Studienanfängerinnen und Anfänger für Ihr Fach begeistern? Die Zielgruppe hat große Auswirkungen darauf, wie Sie die Inhalte verständlich gestalten können und auf welches Vorwissen Sie dabei aufbauen können. Da ein Podcast eher aus einer Serie mehrerer Folgen besteht, macht es Sinn, sich auch schon mal eine Grobstrukturierung der Folgen zu überlegen. Dazu gehört eine grobe Gliederung der zu vermittelnden Inhalte. Es sollte immer eine Einleitung, einen in besonderer Weise zu strukturierenden Hauptteil und einen Schluss geben. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch ein Beispiel. Auch sollte man sich vorab überlegen, wie lange die einzelnen Folgen ungefähr sein sollen. Gerade bei komplexen Inhalten, die sich an Studierende richten, sollte die Folge nicht zu lang sein. Ich versuche, an Studierende gerichtete Folgen möglichst nicht länger als 15 Minuten dauern zu lassen. Zu überlegen ist auch, wie viele Leute in dem Podcast sprechen sollen. Ein Monolog kann schnell langweilig werden. Viele kommerzielle Podcasts haben daher mehrere Sprecherinnen und Sprecher. Zu Lehrzwecken kann aber auch nur ein Sprecher ausreichend sein. Schließlich sollte man sich einen klangvollen Namen für den Podcast überlegen, wenn man ihn einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen will. Möchte man den Podcast dagegen nur seinen Studierenden anbieten, ist der Name eher zweitrangig. Die Frage, wie der Podcast veröffentlicht werden soll, hängt also davon ab, wer die Zielgruppe Ihres Podcasts ist. Hier mal ein Beispiel für die Grobstrukturierung der Folgen. Ich habe im letzten Semester gemeinsam mit Jurastudierenden den Podcast Flawless zu aktuellen Gerichtsentscheidungen produziert. Wir haben uns dazu entschieden, dass jede Folge immer mit einem einheitlichen Einleitungssatz starten soll, in dem die Sprechenden und das Thema der Folge genannt werden. Im Hauptteil werden die Gerichtsentscheidungen dann wie folgt präsentiert. Erst der Sachverhalt, dann die rechtliche Würdigung, dann eine kritische Reflexion der Entscheidung und schließlich Klausurtipps für die Hörerinnen und Hörer. Daraus erkennen Sie schon, wer unsere Zielgruppe war, nämlich Jurastudierende. Am Schluss folgt in unserem Podcast immer eine kurze Verabschiedung und ein "Bis bald" zur nächsten Folge, damit die Hörerinnen und Hörer auch die nächste Folge noch anhören.
Wenn Sie schließlich die einzelnen Folgen näher konzipieren, gibt es einen gewissen Konflikt zwischen der für Podcasts typischen Spontanität und dem in der Hochschullehre besonders ausgeprägten Bedürfnis, die Inhalte exakt und prägnant darzustellen. Eine Lösung kann sein, sich Stichpunkte zu notieren. Ich persönlich arbeite aber am liebsten mit ausformulierten Texten. Um sicherzustellen, dass der ausformulierte Text auch gut sprechbar ist, empfiehlt sich eine Aufnahme entweder mit der Diktierfunktion von Office oder einfach mit dem Handy auf Google Docs. Anschließend kann man den Text dann auch schriftlich korrigieren. Um einen gut sprechbaren Text zu formulieren, sollte man so weit wie möglich auf Fremdwörter verzichten und mit kurzen Sätzen arbeiten. Außerdem ist es bei gesprochenen Texten weniger schlimm, sich zu wiederholen als bei Schrifttexten. Die Wiederholung kann sogar dazu beitragen, dass sich das Gesprochene besser bei den Zuhörerinnen und Zuhörern einprägt. Nachdem Sie Ihren Podcast und Ihre einzelne Folge konzipiert und gegebenenfalls mit Ihren Partnern besprochen haben, kommt die Aufnahme. Dazu drucken Sie sich Ihren Sprechtext aus und sprechen ihn möglichst lebhaft und gut gelaunt ein. Hier gibt es allerdings technisch einiges zu beachten. Gerade bei Audio-Podcasts muss man bedenken, dass sich der Hörer oder die Hörerin ja sehr genau auf das gesprochene Wort konzentriert. Deshalb ist eine gute Aufnahmequalität sehr wichtig. Ein Podcast mit vielen Störgeräuschen mit Kopfhörern zu hören, ist schwer erträglich. Ich empfehle Ihnen daher dringend, eine Aufnahme mit dem professionellen Equipment im Multimedia-Zentrum der Universität durchzuführen. In Betracht kommt sowohl eine Aufnahme mit einem Standmikrofon oder auch mit Headsets. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei einem Standmikrofon ist es schwieriger für die Sprechenden, natürlich zu klingen. Bei Headsets kommt es leider oft zu Atemgeräuschen. Deshalb sollte man bei der Aufnahme darauf achten, dass bei einem Headset der Lautsprecher auf so einer Höhe ist, dass die Atemgeräusche nicht zu stark werden können. Sie sollten auch vor der Aufnahme ein Glas stilles Wasser trinken, damit keine Schmatzgeräusche beim Sprechen entstehen. Wenn Sie einen Podcast mit mehreren Sprecherinnen und Sprechern produzieren wollen, dann ist es wichtig, dass für jeden Sprechenden je eine Tonspur angelegt wird, damit Sie hinterher in der Postproduktion die Lautstärke der verschiedenen Sprechenden aufeinander anpassen können. In der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird mit dem professionellen Aufnahmeprogramm Adobe Edition gearbeitet. Sollten Sie von zu Hause aus Ihren Podcast produzieren wollen, empfehle ich Ihnen die Freeware, Audacity oder Ultraschall. Da Sie in der Regel zu Hause keine so gute Technik vorrätig haben, wie zum Beispiel ein Audio-Interface, sollten Sie für eine Podcast-Produktion mit mehreren Sprechern zudem das Programm ZenCaster nutzen, sodass jeder Sprechende mit einem eigenen Aufnahmegerät in einem eigenen Raum sitzen kann. Außerdem ist es bei der Podcast-Produktion wichtig, dass Sie den Schall um sich herum reduzieren. Dazu können Sie zum Beispiel eine Wolldecke über Ihrem Schreibtisch ausbreiten. Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, ist natürlich auch gute Tontechnik erforderlich. Informationen dazu finden Sie auf folgenden Websites: unmus.de Podcast in a Nutshell, sendgate.de und thepodcasthost.com. Nachdem Sie Ihre Podcast-Folge aufgenommen haben, bedarf es der Postproduktion. In der Postproduktion müssen erstmal die Tonspuren von mehreren Sprechenden angepegelt werden, sodass beide Sprechende gleich laut sind. Dann muss man eventuelles Hintergrundrauschen, Brummen oder Pfeifen reduzieren und schließlich aus den zwei Tonspuren eine Monotonspur machen. All diese Aufgaben kann auch das Multimedia-Zentrum für Sie übernehmen. Also keine Angst, Sie müssen keine Technikprofis sein, um einen Podcast zu produzieren. Je nachdem, wie ehrgeizig Sie sind, können Sie dann noch weitere Bearbeitungen an Ihrer Folge vornehmen. Man kann zum Beispiel Kapitelmarken und Bilder einfügen, um die Podcast-Folge für die Hörerinnen und Hörer besser zu strukturieren. Gerade in längeren Hörfolgen erleichtern die Kapitelmarken die Orientierung. Das sieht dann so aus. Außerdem kann man sogenannte Shownotes erzeugen, also den gesprochenen Text als Textdatei anzeigen lassen. Schließlich, und das finde ich bei öffentlichen Podcasts besonders schön, kann man sich überlegen, die Aufnahme mit eigenem Musikintro und Outro zu versehen, also einer kleinen Musik am Anfang und am Ende der Aufnahme.
Das erhöht den Wiedererkennungswert Ihres Podcasts, wenn Sie ihn einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Wichtig ist dabei, dass Sie Musik nutzen, die lizenzfrei nutzbar ist. Dazu sollten Sie darauf achten, ob für die Musik eine sogenannte CC0-Lizenz, also Creative Commons 0-Lizenz, vergeben wurde. Entsprechende Musik lässt sich gut in der Audio Library von YouTube finden. Technisch können Sie all das mit Unterstützung des Multimedia-Teams der FSU mit Adobe Edition umsetzen. Alternativ können Sie auch auf die Freeware-Produkte Auphonic oder Anchor von Spotify zurückgreifen. Wenn Ihre Folge dann schließlich fertig ist, geht es nur noch um die Veröffentlichung, also um die Distribution. Normalerweise werden Podcasts über einen sogenannten RSS-Feed im Internet verbreitet. Dadurch wird gewährleistet, dass regelmäßig neu erscheinende Folgen auf allen möglichen Podcast-Portalen wie etwa iTunes, Spotify oder Podlove erscheinen. In der Hochschullehre gilt natürlich, alles kann, nichts muss. Sie können auch erstmal Ihre Folgen als Audiodateien einfach nur auf Moodle oder auf Ihrer Lehrstuhlseite online stellen. Ablegen sollten Sie die Audiodateien als MP3-Datei in der digitalen Bibliothek Thüringen, da Ihr Upload-Volumen bei Moodle und auf der Universitätswebsite begrenzt ist. Sie können die Dateien in der digitalen Bibliothek Thüringen entweder geschlossen für Ihre Studierende im Semesterapparat oder als Open-Access-Dateien anbieten. Auch hier in der digitalen Bibliothek Thüringen arbeitet kompetentes und sehr hilfsbereites Personal, an das Sie sich bei Fragen jederzeit wenden können. Wenn Sie Ihren Podcast für die Friedrich-Schiller-Universität auch über die Portale Spotify oder iTunes verbreiten wollen, dann empfehle ich Ihnen, Kontakt zur Hochschulkommunikation aufzunehmen. Die Abteilung Hochschulkommunikation ist für alle Social-Media-Kanäle der Universität verantwortlich und wird Sie gerne bei der Verbreitung unterstützen. So, das war es auch schon mit meinem Workshop Podcasts in der Hochschullehre. Sie sehen, es gibt technisch schon einiges zu beachten. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben wir aber den großen Vorteil, dass es für alle Bereiche der Podcast-Produktion gute, kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt. Sie brauchen also keine besonderen technischen Vorkenntnisse. Das Wichtigste eines Podcasts ist der Inhalt und dafür sind Sie ganz sicher die richtigen Expertinnen und Experten. Wenn Sie an dem E-Learning-Tag der Friedrich-Schiller-Universität Jena teilnehmen, dann möchte ich Sie nun bitten, sich ein paar Stichpunkte zu Ihrem eigenen Podcast-Projekt zu machen. Entwerfen Sie schon mal ein Konzept Ihres Podcasts und die Grobstrukturierung der Folgen. Im Rahmen des Online-Webinars wollen wir uns dann über Ihre Podcast-Konzeption austauschen und über Fragen, die Sie haben, sprechen. Außerdem habe ich noch ein zweites Tutorial zu einem besonderen Podcast-Projekt in der Hochschullehre erstellt, bei dem nicht Sie als Lehrperson einen Podcast produzieren, sondern Ihre Studierenden dabei unterstützen, einen Podcast zu erstellen. Dieses interaktive Lehrformat, was der didaktischen Methode Lernen durch Lehren folgt, habe ich im Wintersemester 2019/2020 ausprobiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn Sie sich dafür interessieren, dann sehen Sie sich gern mein nächstes Videotutorial Peer-to-Peer-Podcast in der Hochschullehre dazu an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihrer Podcast-Produktion.